Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und dann auch noch mit diesem wunderschönen Schiff. Die Warspite ist definitiv immer mal wieder ein Blick wert, weil es einfach auch ein sehr, sehr rühmliches Schiff ist. Also was für uns die Bismarck ist, muss man schon sagen. Für die Briten die Warspite ist da nicht weit weg, hat sehr viele tolle Schlachten geschlagen. Und ja, auch in World of Warships ist es ein super Schiff und dementsprechend schauen wir uns dieses Replay an, weil das Replay auch noch mehr als sehenswert ist. Es ist, und das darf ich schon mal vorweg verraten, bis zum Schluss spannend. Und es ist das Replay und die Runde, mit der ich jemals am meisten Schaden bei World of Warships gemacht habe. Also von dem her habe ich mich da wirklich angestrengt. Und da habe ich gleich einen Treffer auf die Omaha landen können. Allerdings ein sehr übersichtlicher. Wir springen einfach jetzt in Normalgeschwindigkeit erstmal. Wir changieren so ein bisschen zwischen Normalgeschwindigkeit und Spielgeschwindigkeit. Und natürlich Vorspulgeschwindigkeit, wollte ich sagen. So, da gingen die Hits alle schön drüber. Aktuell kann nur meine Front auf die Gegner wirken. Jetzt wurde ich schon auch angezündet. Torpedos im Wasser. So fängt schon mal immer gut an. Jetzt dann noch eine Fuso. Ein Hit auf die Omaha gesetzt. Aber alles nix krasses, sag ich mal. Auch hier überall Torpedos, die da im Wasser rumschwirren. So, die Fuso scheint AFK zu sein. Aber schießt dann doch. Also von dem her doch nicht so AFK. Ein Hit, zwei Hits, aber ohne Schaden. Einfach durchgerauscht. Und da waren es dann doch 7000. Mit drei Granaten. Und da kommt jetzt die Phoenix. Phoenix auf 7 Kilometer, das sollte doch was werden. Dreht auch schon bei. Meine Kanonen sind nicht am Start. Das ist der Nachteil natürlich an der Warspite. Die langsam drehenden Türme. Ein Treffer, 1140 Schaden. Und da wird sie aber jetzt gerade gut von den Torpedos besorgt. Und da kommen die nächsten, seht ihr schon im Wasser. Und nimmt sie raus. So, da jetzt eine Omaha. Und die Omaha fährt natürlich grandios gut zu mir. Leider kein Zitadellentreffer, allerdings doch 5 Hits mit 4500 Schaden. Da Flugzeuge, natürlich Flugzeuge müsste, oh, da wurde aber sie ordentlich weggenommen und gerade Torpedos. Deswegen hier Fahrt verringert, ich habe sie komplett zurückgezogen und das klappt ab und an ganz gerne, wie man hier sieht. Das heißt, damit rechnet der Kapitän des gegnerischen Flugzeugträgers nicht. Und ja, damit konnte ich dann doch einige Flugzeuge vom Himmel holen. Und man sieht, die Fuso, ab und an wird sie noch schießen, aber wirklich, wirklich machen tut sie nicht mehr viel. Deswegen, schießen tut sie fleißig, aber fährt gerade noch nicht. Deswegen bleibe ich hier mal schön jetzt drauf. Die Bogue neben mir, die lasse ich der Furutaka. Weil ich will erstmal das Dickschiff weghaben. Und die Minekase geht ja auch auf die Bogue. Aber die Kanone ist schon ab und an wirklich eine Diva. Man sieht hier auch wieder, wo die Schüsse alle hinfliegen. Irgendwie und sonst wo. Da jetzt endlich mal wieder ein
einen Hit gemacht. So. Und auch hier jetzt wieder auf die Wasserlinie. Schüsse fliegen rein. Wenigstens jetzt in Summe 10.000, dann waren es dann doch. Und jetzt fahrt sie auch. Aber jetzt langsam fängt meine Warspite das Treffen an. Wie gesagt, die Ruckler sind einfach noch in der Replay-Funktion vorhanden, leider. Jetzt, nachdem die Fuso endlich mal das Gas gefunden hat, aber wir bleiben natürlich unerbittlich auf ihr drauf. Weil das, die lässt sich so einfach nicht mehr gehen. Nochmal 4000. Und wie gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das kann man hier bei dem schon ganz klar sagen, wie es ist. So, jetzt wenigstens decapped. Und nochmal einmal ein Zieltreffer. Jetzt hier die Minikasse vor mir. So, jetzt hat sich die Fuso hier in die Insel gefahren. Rennt hier gerade weg. Und jetzt muss man echt aufpassen. Minikasse. Ganz, ganz unangenehm. Um C kümmert sich aktuell keiner. Minikase ist hier auch schwer am Nerven. Also keine so schöne Situation ist gefühlt gerade. Meine Schüsse auf die Minikase. Eigentlich HE laden. Aber auch so 2100 Schaden. Wie gesagt, extra immer umladen für einen Zerstörer. Das ist dann doch müßig. Weil ansonsten kann man HE gerade nicht gebrauchen. Hier in dieser Situation zumindest. Minikasse gut weggedreht. Auch hier knapp vorbei, ist auch daneben. Aber sei es drum, tot ist tot. Zerstört ist zerstört. Und jetzt geht's Richtung Cleveland und New York. Our team has taken the lead. Da schon mal den ersten Hit. War hier gerade sehr langsam. Jetzt fahrt sie aber weiter. Dementsprechend ordentlich vorhalten. Und die Schüsse rüber zementieren. Und weg damit. Das war ein schöner Hit. Jetzt heißt es New York gegen Warspite. Und da kommt auch noch eine zweite New York. Treffer ist schon recht viel für ein Schlachtschiff, also das ist schon ganz ordentlich. Jetzt hier drehe ich mich gerade ein bisschen zu sehr rein. Deswegen wieder ein bisschen frontal auf den Gegner zufahren. Aber diese New York wiederum interessiert sich gar nicht so stark für mich, lustigerweise. Jetzt aber bietet sie mir dann schön die Seite an. Schießt auf mich. Bringt mich zum Brennen, aber ein Zitadellentreffer, der tut dann auch doch ihr weh. Reparieren. Und nochmal ein Treffer. Nochmal 6000. Und weg ist er. Bringt mich aber dann natürlich nochmal zu brennen. Wie soll es anders sein? Gleich zwei Brandherde bei mir im Schiff.
die gerade auch nicht mehr repariert werden können. Da muss ich einfach das durchstehen wie ein Mann. Kann aber nochmal reparieren, aber auch der wurde von der New York ganz schnell wieder rausgenommen, diese Reparatur. Aber hier eine Zitadelle. Mach hier den Unterstützer in dem Augenblick klar. Und ein Großkaliber. Und jetzt, wie gesagt, so drauf fahren, dass wir selber nicht stark mehr viel Seite zeigen, sondern wir lassen das der New York uns sich so zu präsentieren. Nochmal 7000. So, und jetzt wird es dann doch nochmal riskant. Sie hat gut getroffen. 13.000 HP noch. Aber 3.000 auf Gegnerseite. Und hier kommen die Schüsse. Und wir nehmen sie raus und sie explodiert mit einem Zitadellentreffer. Schön in ihre Einzelteile. Und jetzt wird es nochmal dramatisch. Wir haben hier eine Furutaka. Furutaka hat nicht mehr viel. Und wir haben da drüben eine Ryu. Ryu. Fahrt auf jeden Fall Richtung C. Das war schon meine Vermutung. Und da war dann auch die Witte. Das werdet ihr im Chat gleich sehen, dass er hier für C gehen soll oder Richtung C. Ich kann nochmal reparieren. Natürlich, Flugzeuge fliegen in meine Richtung. Hier Nummer 1. Deswegen hier jetzt einfach ausweichen, was so gerade möglich ist. Und nochmal ein zweiter. Bomben treffen alle nicht. Jetzt kommen aber auch nochmal Torpedobomber von vorne, weil der Flugzeugträger will jetzt ganz klar mich gerade haben. Kann hier Gott sei Dank noch ein, zwei Flugzeuge dann runterholen. Aber auch hier, ihr seht schon, ich drossel meine Geschwindigkeit gerade ganz dramatisch. Hatte aber mit einem auch leicht anderen Anflug gerechnet, deswegen jetzt bin ich schon fast zu langsam. Und hier deswegen muss ich ganze zwei Torpedos fressen. Kein Wassereinbruch, deswegen hier Glück gehabt. Und ja, er steht schon im C-Punkt drin. The enemy team has taken the lead. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe gerade geschossen, als er kurz offen war. Und wir machen, ich habe ihm sogar zwei Zitadellentreffer genommen. Also der hat jetzt dann nochmal wirklich leiden müssen. Das war dann nochmal ein schöner Hit an dieser Stelle. Aber wie soll es anders sein? Furutaka wird rausgenommen. So, 2 Minuten ist das ganze Spiel noch. Ich konnte noch einmal reparieren. So, und jetzt ist mein Plan, weil sie zu jagen bringt nicht so ganz viel. Die Furutaka, die Ryu zu bekommen, dafür bin ich einfach nicht mobil genug. Dementsprechend wollte ich jetzt möglichst viel Distanz dann gleich zwischen mich und sie bringen und das werde ich jetzt auch gleich dann versuchen. Jetzt erstmal kommen hier noch Bomber an, die mich nochmal anzünden. Und ihr seht oben die Uhr. Und dann oben rechts die Uhr, oben in der Mitte noch die Tickets. So, die Torpedo-Flugzeuge kommen, aber wie gesagt, hier jetzt möglichst weit weg von denen. Distanz zwischen mir und sie zu bringen, war das Ziel und der Sinn und Zweck des Ganzen. Jetzt fliegen sie an. Machen nochmal eine Schleife und das war das Problem und der Fehler, den er macht. Weil, jetzt kommen zwar die Torps, treffen mich aber nicht mehr vor der Zeit. Das war mein richtig großes Glück und dementsprechend haben wir das Spiel gewonnen und ihr seht in der Endauswertung, wie es ausgegangen ist. War wahnsinnig knapp, mir hat es saugut gefallen und so muss ein Spiel sein. Sehr, sehr, sehr adrenalinlastig und wie gesagt, mit 175.000 Schaden am Ende wurde ich dann da belohnt. Ja, dann hoffe ich, euch hat es auch zugesagt. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.